Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play City Bus Manager. Wir machen endlich mal wieder weiter bei Tiger Bus. Nach, ich glaube, 2-3 Wochen Auszeit sind es jetzt gewesen. Ich habe das in die YouTube-Community Beiträge geschrieben. Das haben vielleicht nicht alle von euch gelesen. Ich habe mir den Ellenbogen gebrochen, musste operiert werden und so weiter. Und bin jetzt hier immer noch einarmig in der Aufnahme, aber das kriegen wir schon hin. Und dadurch, ja, konnte ich nicht wirklich aufnehmen, mir ging es nicht so gut. Ich war dann auch noch erkältet, ganz fies, und das in der Kombination, das war nicht so toll. Daher habe ich mir die kleine Pause genehmigt. Ja, es tut mir leid, dass jetzt so lange nichts kam. Aber YouTube ist nur ein Hobby von mir, ich verdiene mit YouTube keinen einzigen Cent. Und ich denke, die eigene Gesundheit, die geht davor. Busse sind verdammt pünktlich, das ist schön. Die eigene Gesundheit ist nun mal wichtig als YouTube-Videos. Und niemand will Videos sehen, in denen ich schlecht gelaunt bin, weil es mir schlecht geht. Das bringt ja auch nichts. Daher habe ich mir die kleine Pause genehmigt. Es gab aber ganz viel Zuspruch von euch und Genesungswünsche und so weiter. Also da war niemand böse. Das freut mich sehr. Vielen Dank dafür. Jetzt geht's endlich wieder weiter. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch, denn ich habe jetzt echt lange nicht mehr den City Bus Manager gespielt. Ich kontrolliere gerade mal alle Busse, die sehen aber gut aus. Und wisst ihr, was sich angesammelt hat? Es gibt ganz, ganz viele Bewerbungen von euch und ich möchte euch jetzt erstmal alle einstellen. Das ist mir wichtig. Pause. Dass ich euch jetzt erstmal alle einstelle, ich hoffe, ich vergesse niemanden. Wir gehen mal zu den Busfahrern. Und zwar, ich muss hier gucken, Matthias habe ich schon eingestellt, der möchte aber nur Matthias heißen, hat er geschrieben. Das kriegen wir hin, das machen wir ganz einfach so. Dann kann ich den, dann habe ich den Kommentar schon mal erledigt. Dann gibt es hier den, da möchte jemand eingestellt werden, der heißt Betty, den habe ich auch schon. Ach, guck mal, es waren so viele Kommentare, die ich jetzt nachholen musste. Das kann sein, dass da ein bisschen was doppelt ist, daher muss ich gucken. Jan möchte Mechaniker werden. Das kriegen wir hin. Marcel Böhler wird umbenannt in Jan. Herzlich willkommen bei Tiger Bus. Du bist eingestellt, lieber Jan. Dann gibt es noch eine Bewerbung von einem Busfahrer. Und zwar vom Kid Mario. Du hast mir geschrieben, du willst Kid Mario heißen. Also nicht Mario Kid, sondern zuerst Kid. Dann machen wir das. Theobald Heilmann wird umbenannt in Kid Mario. Wenn jetzt Mario doch dein Vorname sein sollte, schreib mir das einfach nochmal in die Kommentare. Aber ich glaube, das passt schon. Dann möchte er auch Busfahrer werden. Der Yannick. Rodolphe Neitzel, das ist männlich, oder? Ich glaube. Ja. Dann machen wir... Ja, dann benennen wir den um, und zwar in Yannick. Und du hast mir geschrieben, ganz wichtig, J vorne, 2N und hinten CK. Das sollte richtig geschrieben worden sein. Wenn nicht, dann wäre das jetzt sehr, sehr peinlich. Aber ich glaube, ich habe deinen Namen richtig geschrieben, lieber Yannick. Ansonsten darfst du dich gerne beschweren. So, dann der Ever-Händler möchte eingestellt werden. Glaube ich auch männlich. Ich weiß gar nicht. Also Konstanze ist doch, glaube ich, ein weiblicher Name. Ich möchte jetzt keine Geschlechter falsch zuweisen. Nicolas Andres, das ist doch männlich. Da machen wir jetzt den Ever Händler draus. Du bist auch eingestellt. Herzlich willkommen. Dann möchte sich der Master bewerben zum Busfahrer. Dann nehmen wir jetzt einfach den Jale Heymann. Benennen den in Master um. Du bist eingestellt, herzlich willkommen. So, dann die Gaming-Maus möchte eingestellt werden. Da weiß ich nicht, männlich oder weiblich. Es ist ja die Maus. Die ist feminin, also weiblich. ich nehme jetzt einfach mal die Konstanze weiblich und nenne die in Gaming-Maus um. Wenn irgendjemand unzufrieden ist mit seinem Charakter, oder seinem Geschlecht, das ich hier vergebe, oder ähnlichem, beschwert euch einfach in den Kommentaren. so, den Ever-Händler, den haben wir eingestellt. So, dann haben wir hier einen, eine Bewerbung. Du möchtest allerdings nicht als Busfahrer eingestellt werden, das ist dir zu stressig.
Als Mechaniker wäre toll. Wir haben jetzt leider schon einen Mechaniker, der war ein bisschen früher dran. Sonst würde ich dich, Forscher haben wir ja auch, sonst würde ich dich in den Service schieben. Du willst Hupe genannt werden. Also lieber Hupe, ich hoffe, das ist okay für dich, wenn du in unseren Service kommst und nicht der Mechaniker wirst. Ansonsten schreib's einfach nochmal in die Kommentare. Irgendwann werden wir ja sowieso einen zweiten Mechaniker benötigen. Ich stelle dich jetzt einfach mal in den Support ein, das ist auch wichtig. So, dann haben wir den Bernd Müller und der ist im Real Life Schulbusfahrer in der Behindertenbeförderung. Das ist doch mal cool. Also jemand, der sich auskennt, der das Ganze in echt macht. Cooler Job. Du wirst natürlich eingestellt. Dann nehmen wir jetzt einfach mal Roda Drake und benennen Droda ist glaube ich, männlich in Bernd Müller um. Zack. So, und dann haben wir noch, ich bin der Oberchecker und ich würde gerne im Service arbeiten oder als Busfahrer. Nicht so gern von Montag bis Sonntag. Ja, das geht nicht. Bei uns wird immer von Montag bis Sonntag gearbeitet. Jeden Tag. Es tut mir leid, aber ich stelle dich trotzdem ein. Und wenn es dir nicht gefällt, kannst du ja kündigen, lieber Oberchecker. Ich hoffe, der Name ist Programm und du wirst unsere Kunden wie ein Oberchecker bedienen. Und dann haben wir noch den Matthias Ilgert, der eingestellt werden möchte als Busfahrer. Boah, das sind viele Bewerbungen, oder? Das ist unglaublich. Bezieher Wendland. Und zwar Matthias Ilgert. So, du bist eingestellt. Herzlich willkommen bei Tiger Bus. Dann haben wir noch den nächsten Busfahrer. Chantal ist. Ja, egal. Mache ich jetzt einfach. Und zwar Tim D. Depressiv. Lieber Tim Depressiv. Ich hoffe, der Name ist nicht Programm. Ich hoffe, dir geht's gut. Bitte keinen Unfall bauen, weil du dich irgendwie umbringen möchtest oder so. Ich hoffe, alles ist gut, lieber Tim. Interessanter Name. Aber wie gesagt, ich hoffe, der Name ist nicht Programm. Sonst muss ich mir Sorgen machen und das will ich nicht. Also, herzlich willkommen bei Tiger Bus, lieber Tim Depressiv. Und weil ich mir Sorgen um dich mache, bekommst du eine kleine Gehaltserhöhung. Weil ich nicht möchte, dass du dir irgendwas antust. Ich habe ein bisschen Sorge bei dem Namen. So, gut, und dann haben wir noch, das ist die letzte Bewerbung, glaube ich. Dann nehmen wir jetzt Ansley Butler und benennen dich um in Danny the Bus. So hast du das geschrieben, so nenne ich dich. Herzlich willkommen, Danny the Bus. Willkommen bei Tiger Bus. Sollte ich jetzt irgendeine Bewerbung vergessen haben, tut mir das schrecklich leid. Schreibt es einfach in die Kommentare, dann werdet ihr natürlich eingestellt. Es waren einfach nur so viele Kommentare. Ja, es war schwierig, das alles jetzt nach so langer Zeit nochmal nachzuvollziehen. Dann habe ich noch einen Kommentar bekommen bezüglich unserer Busfahrerin Cassandra Adolf. Ich habe wohl mal irgendwann gesagt, Adolf ist nicht der optimalste Name. Das wurde wohl falsch verstanden oder ich habe mich blöd ausgedrückt. Ich habe nichts gegen Menschen, die Adolf heißen. Aber ich würde mein Kind nicht Adolf nennen. Und es hat ja auch einen Grund, warum der Name Adolf heutzutage nicht mehr so beliebt ist. Das liegt eben an dieser einen gewissen Person, die ja ziemlich einen Scheiß gebaut hat damals. Daher ist der Name ja nicht wirklich so beliebt. Aber wenn irgendjemand Adolf heißt, habe ich nichts gegen die Person. Sonst hätte ich die Cassandra Adolf jetzt schon längst gefeuert. Also bitte nicht falsch verstehen. Das war einfach ein schlechter Witz von mir. Nehmt das, was ich hier sage, nicht immer. Also nehmt mich generell nicht so ernst. Ich mache gern mal Witze über verschiedene Sachen. Ich mache auch gern mal über mich Witze. Also daher bitte nicht ernst nehmen. Die Cassandra Adolf, die habe ich jetzt auch ganz bewusst nicht umbenannt. Weil ich das ansprechen wollte, dass ich habe nichts gegen sie und ich glaube, ich werde sie auch nie umbenennen, weil sie so einen besonderen Namen hat.
Das soll jetzt aber weder gut noch negativ sein. Das ist halt einfach ihr Name. Der wurde vom Spiel so vergeben. Das habe ich nicht gemacht. Und das ist okay so. Ganz einfach. Ich glaube, wir müssen da keine politische Debatte darüber führen. Das ist der falsche Ort dafür. Aber ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Nicht, dass da irgendwas falsch verstanden wird. Wir haben die nächste 5-Sterne-Bewertung bekommen. Das ist schön. Sogar 2 Stück. Das läuft doch. Ja, ich habe auch einen Kommentar bekommen wegen Ticketpreisen. Ich könnte die doch ein bisschen senken. Meine Angst dabei ist, dass wir dann einfach, ja, mehr Fahrgäste haben, bei weniger Einnahmen. Und aktuell haben wir gute Einnahmen und wir kriegen das mit den Fahrgästen ganz gut hin. Warum sollte ich das dann ändern? Versteht ihr meinen Gedankengang? Das möchte ich eigentlich nicht ändern, wenn es funktioniert. So, hier müssen wir jetzt mal gucken mit den Routen und Zuweisungen. Das ist schon so lange her, seit ich das das letzte Mal gemacht habe. Oh Gott, aber das müssen wir machen. Also, Linie 2 Spiegel haben wir hier und Linie 2. Linie 2 Spiegel, Linie. Okay, wir haben die hier früh morgens. Das geht sowieso nicht. Warum sollte das nicht gehen? Kid Mario, zack. Okay, geht schon. Okay, also wir haben für die Frühschicht Linie 2 Spiegel zweimal. Einmal Linie 2, einmal Linie 4. Die Linie 2 Spiegel, die funktioniert ganz gut mit einem Citywide und noch einem Citywide, wenn ich das richtig sehe. Also da. Ja, da reichen 2 Citywides, wenn ich das richtig sehe. Das ist gut zu wissen. Die Sache ist, wir haben kaum noch Citywides, aber das ist ja okay. Dann kriegt hier jetzt die Linie 2 Spiegel mit Ulrich Gerlach das ist ja ein Intercity. Citywide wollte ich denen geben. Hier. Genau. Dann nehmen wir halt noch ein Intercity. Das sollte okay sein. Oder die Linie 1 bekommt den hier. Den Intercity. Weil bei Linie 1 fährt hier nur ein Bus. Das weiß ich noch. Bei Linie 1 fährt nur ein Bus dauerhaft. Bei Linie 2 fahren 2 Busse. Da können dann noch 2 kleine fahren. Das geht sich dann, denke ich, aus. Das sollte passen. Linie 2 Spiegel. Da haben wir jetzt aber den New Route Master drin. Genau, einmal Linie 2 Spiegel und einmal Linie 2. So. Und Linie 2 hat einen New Route Master und einen Citywide. Glaube ich. Die hat jetzt auch einen New Route Master. Da bekommt die Linie 2 Spiegel jetzt einfach für die Frühschicht auch nochmal einen New Route Master hinterhergeschoben. Sollte das, glaube ich, funktionieren. Wir können hier den großen Bus noch irgendwie verteilen. Das wäre wohl sinnvoll. Vielleicht auf der Linie 4. Da ist ja, glaube ich, prinzipiell relativ viel los. Da fährt schon so ein großer. Ah, guckt, genau da. Perfekt. Da, das muss ich noch zuteilen. Da nehmen wir den Ragnar. Zack. Dann sollte das funktionieren. Ich hoffe, das klappt soweit. Dann haben wir jetzt alle Frühschichten schon mal verteilt. Ein New Route Master ist als Ersatz übrig. Das ist für mich in Ordnung. Ich würde aber lieber ein Citywide übrig lassen. Da, ja, daher fährt auf Linie 1 Spiegel ein New Route Master. Das ist doch noch besser. So. Das habe ich gerade verteilt. Eigentlich kann das hier weg. Das habe ich zugewiesen gerade. Genau. Gut, dann ist jetzt schon mal alles für die Frühschicht soweit eingeteilt. Ein Citywide bleibt als Ersatz übrig. Das soll auch so sein, ganz genau. Dann können wir schon mal die späteren Schichten zuteilen, so gut es geht. Boah, ist gar nicht so einfach. Was ist denn. Das ist ja komisch irgendwie. Linie 4 zum Beispiel. Da würde ich gerne den hier wieder nehmen. Dann haben wir hier einmal Linie 3 Spiegel. Und ganz zum Schluss fährt er noch auf Linie 5 ein bisschen hin und her. Aber eigentlich
ist das ein Linie 3 Spiegelbus. Linie 3 Spiegel, da haben wir in der Regel... Finde ich hier gar nicht. Ja, da haben wir einen New Route Master, sonst nichts. Wäre es hier eigentlich sinnvoll, das auch so beizubehalten? 15.25 Uhr schon, das ist natürlich sehr früh. Dann nehmen wir den hier, den New Route Master dafür her. So, dann haben wir hier einen Linie 2 Spiegel. Was können wir da für einen Bus nehmen? Den hier. Die Busfahrer teile ich nachher zu. Linie 5, das muss ja nicht so groß sein. Das haben wir ja schon gesehen. Da ist ja nicht so viel los, meine ich. Was haben wir eigentlich? Ach ja, klar. Linie 5 fährt ja nur nachmittags. Genau, das war ja die Sache. Genau, das war ja das Interessante an der. Dann mache ich die zum Schluss. Weiß ich jetzt noch nicht, was wir da machen. Gott. Linie 2 Spiegel ab 16.10 Uhr. Kann ich... Das geht nicht, okay. Nee, das geht wirklich nicht. Na gut, ist halb so schlimm. Ein City White könnten wir nehmen. Kann ich den hier nehmen? Auch nicht. Ist rot unterlegt. Dann nehmen wir den New Route Master hier, das ist okay. Dann Linie 4 ab 16.15 Uhr. Und, oh, wir haben Linie 2 noch ab 13.55. Das ist auch schwierig. Was können wir dafür nehmen? Gar nichts eigentlich. Den hier. Den können wir nehmen. Dann nehmen wir den. Dann haben wir 16.15 Uhr Linie 4. Das muss ein großer sein. Das ist ganz klar. Ne, das geht sich nicht aus. Boah, wir könnten es mit einem New Route Master probieren. Gefällt mir zwar nicht wirklich, aber ich wüsste nicht, wie ich es sonst anders handhaben sollte. Wir haben sonst keinen freien Bus dafür. Dann nehmen wir den hier. Und hier um 16.05 Uhr, da können wir dann jetzt noch nehmen, zum Beispiel den übrig gebliebenen Citywide. Ich glaube, das ist okay. Dann schauen wir uns das mal an. Busfahrer teile ich noch ein. Tim Depressiv da fahren. Ich mag den Namen. Spiros Wiese. Baddy. Everhändler. Die Gaming Maus. Und Matthias Ilgert. Dann sind jetzt alle Schichten zugewiesen. Dann können wir losfahren. Jetzt ist es auch schon gleich soweit. Die Busse sind alle soweit gewartet. Bin ja gespannt, was das gibt. Wir gehen mal nochmal auf die Map. Hier Linie 5. Die möchte ich mir nochmal angucken. Die fährt ja nur nachmittags. Dann eben zu dem festen Preis, den wir da erhalten. Alle 30 Minuten mit einem Bus. Ganz genau. Das ist der Plan. Ja. Da ist nicht sonderlich viel los, aber wir kriegen ja sowieso eine feste Summe. Daher, warum sollten wir uns da großartig anstrengen? So, ganz viele 5-Sterne-Bewertungen. Das ist ja super. Das ist doch schön. Gut, das soll es gewesen sein mit dem ersten Part von Citybus Manager nach langer Zeit. Solltet ihr auch eingestellt werden wollen, gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde in den nächsten Folgen noch auf ein paar andere Kommentare eingehen. Das klappt gar nicht alles in einer Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Es würde mich freuen, wenn ihr den Kanal kostenlos abonniert. Ein Klick für euch, dann freue ich mich. Wir sind schon bei 330 Abonnenten. Das ist krass. Der Kanal hat sich jetzt während der Citybus Manager Zeit mehr als verdoppelt. Das finde ich klasse. Das freut mich wirklich sehr. Also, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.